Die Piraten sind als Letzte in der Reihe dran. Martin Delius, der Fraktionschef. Voll geworden. Kurz zur Erklärung. Wir reden jetzt hier schon 2 Stunden über dasselbe Thema mit mehr oder weniger vorhersagbaren Redebeiträgen. Die Opposition ist gegen den Haushalt. Die Koalition findet sich besonders toll. Das werde ich jetzt weiterführen. Also nicht wundern, wenn jetzt Sie was doppelt hören, was Sie schon mal gehört haben. Wir haben es mehrfach heute gehört, es ist ein besonderer Haushalt, ein Haushalt, der zumindest in dieser Legislaturperiode so noch nicht vorgelegt und diskutiert werden konnte oder werden sollte. Die Koalition hat sich ja jetzt auch in der zweiten Lesung wieder gelobt für ihre Entscheidung. Sie hat auch in der ersten Lesung erwartungsgemäß den Senat für die Vorlagen gelobt, was angesichts dessen, warum dieser Haushalt besonders ist, komisch ist. Denn wir wussten schon, als das Gesetz eingebracht worden ist, dass die Zahlen nicht stimmen. Wir wussten, dass die Prognosen, was die Geflüchtetenzahlen angeht, was die Ausgaben, was die Steuereinnahmen angeht, nicht stimmen werden und dass noch viel nachzubessern sein wird. Die Koalition hat das versprochen, die Opposition wollte mitmachen. Aber man kann nicht davon reden, dass der Haushalt, so wie er eingebracht worden war, schon der richtige für diese Stadt war. Und man kann auch nicht davon reden, dass der Haushalt, und das ist jetzt die Meinung der Piratenfraktion, so wie er jetzt beschlossen werden soll, das Richtige für diese Stadt ist. Ich habe das auf Twitter schon gemacht, der Chef der Senatskanzlei hat sich schon ein bisschen darüber lustig gemacht, ich könnte da jetzt eigentlich aufhören, zu Recht im Übrigen, das ist ja sehr polemisch gewesen, ich könnte jetzt eigentlich aufhören, dieser Haushalt erfüllt nicht die Ansprüche, die diese Stadt hat und die diese Koalition haben sollte. Ich mache aber dennoch weiter und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich auch mit dieser Rede bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, aber auch meiner eigenen Fraktion für die geleistete Arbeit bedanken möchte. Die Haushaltsberatungen waren anstrengend in der Kürze der Zeit und mit den vielen Änderungen, also vielen Dank. Deswegen tausche ich jetzt noch ein paar Argumente aus. Die Tatsache ist doch, dass Sie aus dem Gestaltungsspielraum und aus dem, was dieser Haushalt hätte sein können, nicht viel gemacht haben. Dieser Haushalt ist im Entwurf und auch jetzt in der vorliegenden Fassung. Nein, das ist eine Tatsache. Ich werde es Ihnen auch gleich noch erklären. In der vorliegenden Fassung lässt er einfach die meisten und die wichtigsten Ansprüche der Stadt unerfüllt, eine Menge Fragen offen und ist politisch, und das ist das Schlimmste, nicht schlüssig. Man brüstet sich hier damit, wieder viel Geld auszugeben. Nur die Frage, wie man das tut, die wird nicht ausreichend diskutiert. In Wirklichkeit werden die unbedingt benötigten Mittel zu allergrößten Teilen in, es ist schon erwähnt worden, das SIVA gepackt. SIVA klingt toll, ist aber nicht so. Denn tatsächlich steht im Doppelhaushalt weit weniger investiv veranschlagte Mittel zur Verfügung, als es sein könnten. Stattdessen sind diese Mittel in einen Sparstrumpf gepackt worden. Nichts anderes ist SIVA für die nächsten Haushaltsberatungen, sollte es der Stadt mal schlechter gehen. Sie veranschlagen zwar eine Menge, aber an haushalterischen Instrumenten wie einer ausreichenden Investitionsplanung fehlt es genauso wie einer vernünftigen parlamentarischen Kontrolle. Der Hauptausschuss soll künftig abnicken, was mit dem vielen Geld passieren darf, und das Parlament, die Haushaltsgesetzgeberin, entmachtet sich mit SIVA weiter selbst. Dazu passt dann auch, dass die Koalition in der Abschlussberatung im Hauptausschuss eine Reihe bisher selbstverständlicher Sperrvermerke einfach gekippt hat, darunter so etwas Unwichtiges wie die Information darüber, dass ein Bauprojekt jetzt 10% oder 250.000 Euro teurer geworden ist. Kommt ja in dieser Stadt nicht vor. So ist Haushaltswirtschaft in den nächsten Jahren kaum kontrollierbar, und das hat das Parlament offensichtlich mit Mehrheit der Koalition hier so akzeptiert. Herr Graf im Übrigen, auch Herr Wolf hat es nicht ganz richtig auf dem Schirm gehabt, um Ihre Zahlen noch mal zu korrigieren. Von den 500 Millionen in 2015 in SIVA eingestellten Mitteln sind 50 Millionen investiert worden. Das zeigt doch schon. 10%? Dann habe ich es falsch verstanden. Okay, ich entschuldige mich, Herr Wolf hat es genauso richtig gehabt wie ich. 50 Millionen von 500, das ist das, was wir mit SIVA in den nächsten Jahren erwarten können. Das ist doch eine Lachnummer. Das ist doch Quatsch. Und das alles im Namen der wachsenden Stadt. Wir wissen inzwischen alle hier, dass die Stadt wesentlich schneller wächst, als wir bisher gedacht haben und als wir uns das immer weiter ausmalen. Die Probleme sind die alten. Es fehlt an Wohnungen, an Kapazitäten in allen Behörden, an Infrastruktur, an Schulen, an Kitas und nicht zuletzt an einer vernünftigen Betreuung, Integration und auch Inklusion derjenigen, die unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen.
Die Stadt wächst, und das haben Sie in Ihren Reden ja auch deutlich gemacht, ohne Ihr Zutun. Nur die Frage ist, wie gehen Sie mit dem Wachstum um? Wenn man sich den Haushalt anguckt, dann kann man eigentlich nur ein Urteil treffen: inkonsequent und unplausibel. Auf der einen Seite behaupten Sie, Stichwort Wachstum, Sie haben alles im Griff. Es sehe ja nicht so düster aus, wie allseits behauptet, auf dem Wohnungsmarkt. Die Situation der Bürgerämter kann man mit 36 neuen Stellen lösen und ein paar zusätzlichen Aufgaben. In Kitas und Schulen können, und das haben wir heute auch in aller Breite wieder gehört, können die Jüngsten und die Jüngeren ja immer noch besser lernen als im Bundesdurchschnitt. Auf der anderen Seite, der Seite in den Medien, die in den Medien immer wieder auftaucht, zu Recht in den letzten Tagen, tun Sie so, als wäre die Unfähigkeit von Verwaltung, mit dem Wachstum umzugehen, Gott gegeben. Als bliebe Ihnen als Senat und den Führungen in sozialen Innenverwaltungen gar nichts anderes übrig, als die Segel zu streichen und den Sturm abzuwarten. Das ist doch Hohn. Ein paar Worte zu dem Fall Lageso und Allert. Ja, es ist richtig, dass Allert jetzt seinen Hut nehmen musste. Das hätte er schon vor 2 Jahren tun müssen oder vor einem Jahr, als die Korruptionsvorwürfe bekannt wurden und nicht ausgeräumt werden konnten. Als merkbar wurde, dass nichts funktioniert. Aber die Krise um das Lageso ist auch keine Flüchtlingskrise. Das ist eine Verwaltungs- und Regierungskrise. Die uns doch mal vor Augen führt, wie es um die Verwaltung, den öffentlichen Dienst und die Fähigkeit der Stadt mit Veränderungen umzugehen bestellt ist. Die uns vor Augen führt, wie es um den Katastrophenschutz, um die Versorgung von Menschen in Not in dieser Stadt bestellt ist. Die uns vor Augen führt, wie wir im Zweifel mit politisch kritischen Fragen mehrheitlich in dieser Stadt umgehen, nämlich schlecht. Und da muss sich auch niemand rausnehmen. Ich spreche jetzt mal beispielhaft den Innensenator ab. Wenn mir die Bildungssenatorin im Bildungsausschuss auf Nachfrage berichtet, dass es vor allen Dingen deswegen Probleme bei der zur Verfügung stellen von neuen Turnhallen für Sammelunterkünfte gibt, weil die ASOC-Bescheide nicht ausgestellt werden und die Schulen für die Versicherung des Betriebes der Hallen als Flüchtlingsunterkünfte herangezogen werden, dann funktioniert doch irgendwas nicht. Das geht nicht. Machen Sie Ihre Arbeit, das ist ja auch nicht nur Kollege Chaya, Herr Henkel ist jetzt ebenfalls nicht da, die CDU hat den Raum verlassen, zu Recht wahrscheinlich. Im Senat sitzen Sie ja noch. Nein, es betrifft auch zum Beispiel Herrn Henkel. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier aus Not, und das wird uns ja immer so verkauft, Turnhallen beschlagnahmt werden, die dann nicht rechtssicher beschlagnahmt werden, weil die Innenverwaltung es nicht schafft, ihre Arbeit zu machen. Also mir erschließt sich nicht Ihre Doppelmoral und Ihre Bigotterie, was die wachsende Stadt angeht. Sie können mehr Geld für Grundschulleitungen ausgeben, aber nicht für die wichtigen und rechtlich gleichzustellenden Funktionsstellen. Sie geben Millionen für innenpolitische Taschenspielertricks wie ein gemeinsames Abhörzentrum oder eine Antiterror-Spezialeinheit aus, anstatt dringend benötigte Beamtinnen und Beamten an der Basis zu entlasten, endlich wieder anständig zu bezahlen und auch mit dem nötigsten Gerät auszustatten. Die wachsende Stadt braucht eine wachsende öffentliche Verwaltung. Das ist heute mehrfach angesprochen worden. Doch wo Sie klotzen müssten, kleckern Sie. Bei den Bürgerämtern, bei den Bauämtern, bei der Verkehrslenkung, ja auch beim Lageso. Die ganz zu schweigen von den dringend notwendigen Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Herr Wolf hat es angesprochen. Die Stadt wächst und sie ist erfolgreich dabei, zumindest zum Teil. Der Teil nämlich, der privat davon profitieren kann. Die Steuereinnahmen sprudeln und das Land sichert sich seinen Anteil am Wachstum. Warum geben Sie denn dann aber diesen Anteil nicht der Basis des Landes, die Basis den Stellen, die das Wachstum erst möglich machen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, bei der Polizei, bei den Rettungskräften, bei den sozialen Einrichtungen dieser Stadt? Der Logik folgend müssen Sie doch zuerst von der wachsenden Stadt profitieren. Sind Sie nicht diejenigen, die das Ganze am Laufen halten? Sind Sie nicht diejenigen, die dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft weiter wachsen können? Aus Gerechtigkeitsgründen sind wir sogar verpflichtet dazu, Sie an diesem Wachstum zu beteiligen. Denn Sie haben in Zeiten der offenen Sparhaushalte die größte Last getragen. Eine Schuld, die wir jetzt, da niemand mehr so tun kann, als hätten wir es nicht, unbedingt begleichen müssten. Tun wir aber nicht. Letztes Beispiel, gestern im Hauptausschuss gab es ja nochmal eine Anhörung einer Volksinitiative. Wenn sogar die Beamtinnen und Beamten in dieser Stadt zu dem Mittel der Volksinitiative greifen, dann ist doch echt was zu spät. Statt
Statt Mega noch ein Beispiel für die Inkonsequenz, statt sich auf Megasport-Events zu kaprizieren, was ja okay sein kann, Herr Graf hat es angesprochen, auch da sind wir ja offen, wir waren ja auch bei Olympiagesprächsbereit, sollten Sie doch nicht unerwähnt lassen, dass Sie gleichzeitig die Übungsleiterinnen und Übungsleiter und die Trainerinnen und Trainer vor Ort einfach nicht ausbauen und im Zweifel angesichts der wachsenden Stadt die Kapazitäten dort verringern. Dabei ist dieser Haushalt nach Jahren etwas Besonderes, weil er viel politischer sein könnte als die vorhergegangenen. Angesichts der Haushaltsüberschüsse seit Jahren lohnt es sich wieder, über politische Weichenstellungen nachzudenken. Aber statt zum Beispiel Ihrer eigenen Linie der fahrradgerechten Stadtrechnung zu tragen und den eigenen Aussagen zur Stärkung des ÖPNV-Taten folgen zu lassen, sind kaum Mittel im Tiefbau für diese Bereiche vorhanden. Statt sich einer echten Debatte über die Zukunft der Gemeinschaftsschulen zu stellen, zum Beispiel, und das Erfolgsprojekt weiter zu stärken, war die Koalition nur mehr zum langsamen Sterben lassen in der Lage, zumindest sieht das im Haushalt so aus. Inzwischen gibt es Umfragen, die belegen, dass die Menschen in dieser Stadt weitere Reformen im Schulsystem möchten und vor allen Dingen in Sachen Chancengleichheit und Inklusion mehr Veränderungen haben wollen. Die politische Debatte dafür führen wir seit Jahren. Es wäre jetzt an der Zeit gewesen, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel endlich genügend Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter zu finanzieren. Wir haben das mehrfach beantragt, es kostet 56 Millionen Euro und es hilft den Leuten in dieser Stadt, es hilft den Kindern, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitungen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Es wäre direkt eine Maßnahme, die schlüssig und sinnvoll umzusetzen ist. Aber für Inklusion stehen nur sukzessive Schwerpunktschulen an, aber auch diese sollen dann nur bei Bedarf behindertengerecht ausgebaut werden. Das ist keine politische Entscheidung für Inklusion, das ist Hinhaltetaktik. Sie geben Geld für Maßnahmen aus, deren Sinnhaftigkeit nicht nachgewiesen ist. Ein paar Beispiele: Das Land Berlin zahlt zum Beispiel 30.000 Euro für die Pflege einer Überwachungssoftware, die es nicht einsetzen darf. Hier ist längst eine politische Entscheidung fällig, die Koalition zahlt brav weiter. Genauso bei der Frage der Sinnhaftigkeit einer halben Stelle als Abschiebebeobachter. Es ist überhaupt nicht klar, was da geleistet werden kann, wenn Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit, und ja, auch diese Menschen haben ein Recht darauf, von Geflüchteten durch Abschiebung bedroht sind. Hier ist die politische Debatte nötiger denn je und Ihr eigener Innensenator hat sie aufgemacht. In meinen Ohren klingt es ja grotesk, aber er wollte, dass Lehrkräfte entsprechenden Schülerinnen und Schülern und Klassen human auf die Abschiebung dieser Schülerinnen und Schüler vorbereiten. Wie soll das denn laufen, wenn das Land Berlin überhaupt gar keinen Überblick darüber bekommt und auch offensichtlich nicht bekommen will, wie human oder inhuman Abschiebungen aus diesem Land ablaufen? Da hätte man politisch diskutieren können. Genauso auch bei den Jugenddemokratiefonds. Herr Saleh hat es angesprochen, Kampf gegen Radikalisierung und Extremismus oder wie es auch immer heißen soll. Das ist ein anderes Beispiel. Die Senatorin für Bildung hat sich stark gemacht dafür. Ich bin da kritisch gewesen. Inzwischen ist das offensichtlich ein Erfolgsprojekt. Die Jugenddemokratiefonds funktionieren. Sie tragen zur politischen Bildung und zur Stärkung der öffentlichen und der privaten oder freien Einrichtungen in diesem Bereich bei und sind gerade in Zeiten von AfD und Pegida immer wichtiger. Wir hätten darüber reden können, dass Sie das stärken. Sie hätten es in Ihrer eigenen Koalitionslinie nach stärken müssen, haben Sie nicht getan. Wahllos fahren Sie, und nein, es stimmt nicht, dass die Mobilitätszuschüsse, wer hat das denn gesagt? Ich glaube auch Herr Kraft, dass die Mobilitätszuschüsse wirklich gestiegen sind. Wahllos fahren Sie sinnvolle soziale Ausgaben zurück. Es ist doch überhaupt nicht zu erklären, warum Sie die Förderung der Mobilität von behinderten Menschen mit dem Taxikonto trotz zweier Tariferhöhungen allein in diesem Jahr um mehr als ein Viertel, also 320.000 Euro, kürzen. Sie geben den Berliner Bäderbetrieben ganze 4 Millionen für Sanierung und Tariferhöhung, ohne sich mal darüber Gedanken zu machen, was für eine Sanierung denn überhaupt sinnvoll ist, angesichts der Tatsache, dass 4 schon sanierte Bäder nochmal saniert werden müssen, weil es nicht funktioniert hat mit der Sanierung im Bestand bei den Bädern. Auch darüber hätte man sich politisch mal austauschen können. Es fehlt an echter Entscheidungs- und Richtlinien- und Errichtungskompetenz in dieser Koalition. Sie freuen sich wie Schneekönige darüber, dass so viele Start-ups in die Stadt ziehen. Der regierende Bürgermeister lobt eine digitale Hauptstadt aus, mit der
aber mit echter Wirtschafts- und Gründungsförderung ist es nicht weit her. Sie erhöhen im Haushalt die Mittel für das Berlin-Marketing. Werbung. Kann ja auch nicht schlecht sein. Sie machen aber Werbung für ein Produkt, dessen Leistungen Sie gleichzeitig einschränken. Denn tatsächlich werden die Wirtschaftsförderungsinstrumente um mehr als die Hälfte der Mittel heruntergeschraubt. Sie machen Marketing für eine Leistung, die Sie gar nicht erbringen können. Das ist eine klassische Blase. Davon hat die Wirtschaft in der Stadt überhaupt nichts. Wenn Sie den Wirtschaftsmotor dieser Stadt am Laufen halten wollen und so die Einnahmen der nächsten Jahre sichern wollen, würden Sie Infrastruktur und öffentliche Unternehmen stärken und darin investieren. Die öffentlichen Unternehmen müssen aber weiter für ihre Einnahmentitel herhalten. Wir hatten das Thema gerade in den Zwischenrufen. Die BSR zum Beispiel zehrt seit Jahren von der Substanz und bräuchte dringend Kapital, um in die wachsende Stadt zu investieren. Von der Entschuldung der BVG wagt in dieser Stadt gar keiner mehr zu reden. Sie investieren natürlich auch, das lässt sich nicht leugnen, aber worin investieren Sie denn? In den BER, für dessen Subvention Sie noch gar nicht abzusehen ist, welche Auflagen Sie dafür bekommen und wann die EU-Kommission dem zustimmt. In das ICC steht auch noch im Haushalt, obwohl es als Alternative oder als Kongressfläche erstmal völlig unbrauchbar ist und an einen Umbau überhaupt nicht zu denken ist, weil Sie es brauchen, um Geflüchtete unterzubringen. Steht für die 2 Jahre in dem Haushalt. Und nicht zuletzt, um ihren selbstgeschlagenen Wunden Pflaster aufzudrücken, siehe sauteure S-Bahn-Ausschreibung. Bravo! Sie wollen in Projekte investieren, die danach ausgewählt wurden, wie schnell sie umsetzbar sind. Immerhin. Allerdings darf das doch nicht das einzige Kriterium sein. Am Beispiel Schulsanierung und Schulneubau lässt sich wunderbar ablesen, wo die eigentlichen Probleme liegen. Der Sanierungsstau wird am Ende nur da abgearbeitet, wo es jetzt schon die Möglichkeit gibt, ihn abzuarbeiten, wo Personal und Kapazitäten für die schwer zu steuernden Aufgaben vorhanden sind. Und statt systematisch zu Entscheidungen möchte der Senat die Frage, was finanziert werden soll, inklusive Pädagogik und soziale Arbeit oder die Sanierung des maroden Dachstuhls lieber den Schulen überlassen. Das 20.000-Euro-Programm ist zwar nett gedacht und ich unterstütze solche Programme zur freien Verwendung der Schulen natürlich auch, wird aber nicht dazu führen, dass schneller saniert wird, sondern Schulen und bezirkliche Bauämter zusätzlich belasten. Diese Bauämter oder jene Bauämter, die zwar einen leichten Aufwuchs bekommen, ich meine, wir reden ja hier von 120 neuen Stellen für die Ämter in den Bezirken, davon sind die Bauämter ja nur eins, die zwar einen leichten Aufwuchs bekommen, aber schon jetzt unter den zusätzlichen Aufgaben wie der Herrichtung von Räumlichkeiten für die Geflüchtetenunterbringung, verstärkten öffentlichen Wohnungsbau, Straßen- und Brückenbau ächzen. All das sind Aufgaben der wachsenden Stadt, die erledigen Sie nicht, wenn Sie der Projektitis und Verantwortungsdiffusion anheimgehen. Sie brauchen einen systematischen Vorschlag für die nächsten Jahre, wie alle Beteiligten gleichberechtigt an der Lösung des Problems mitwirken können. Sie müssen die bezirklichen Bauämter vielleicht doch erstmal in die Lage versetzen, Frau Senatorin, auch an Ihrer Adresse, in die Lage versetzen, Ihre Statusabfragen zu beantworten, ohne Sorge haben zu müssen, dass Sie dann vor neuen Projekten im nächsten Jahr kollabieren. Zur Statuserhebung bei der Schulsanierung und Entwicklung, weil wir dazu nachher nicht reden, haben die Linken heute 2 Anträge eingebracht auf der Tagesordnung, die ich teile und zu denen ich meiner Fraktion die Zustimmung empfehle. Mein Kollege Heiko Herberg hat in der ersten Lesung des Haushalts davor gewarnt, ohne Systematik, ohne Plan Geld aus dem Fenster zu werfen. Hat er gemacht. Ja, hat er gemacht. Er hat Ihnen unsere Gesprächsbereitschaft angeboten. Gesprochen haben wir nicht nur heute, 2,5 Stunden inzwischen fast. Gesprochen haben wir in den letzten Wochen viel über diesen Haushalt. Eine Systematik, wie er sie eingefordert hat, kann ich nicht erkennen. Vielmehr gewinnt man öfter und immer öfter den Eindruck eines Kuhhandels mit der Öffentlichkeit. Sie sagen zum Beispiel, der dringend notwendige Ausbau von Kita-Kapazitäten kommt nur, wenn gleichzeitig die Beitragsfreiheit eingeführt, warum auch immer. Das packt die Koalition dann auch noch in einen gemeinsamen Antrag, sodass man sich nicht unterschiedlich zu den einzelnen Aspekten entscheiden kann. Und natürlich geben sie nicht genügend Geld für beides aus. Was sie machen, ist, es mit der einen Hand zu geben und mit der anderen Hand zu nehmen. Das ist grotesk. Und das ist unehrlich. Herr Schneider, lesen Sie doch Ihre E-Mails. Das ist die mit dem Socken im Betreff. Die erklärt Ihnen das nochmal von heute Morgen.
Und das setzt sich, Landeselternausschuss Kita, das setzt sich in anderen Teilen des Haushaltes fort. Sie erkennen, und das ist richtig, dass sie mehr Integrationsleistungen brauchen und geben 12,5 Millionen Euro dafür aus. Gleichzeitig behauptet dann aber die Koalition, dass es angesichts der wachsenden Stadt und der steigenden Geflüchtetenzahlen keinen Mehrbedarf für Hilfen zur Erziehung in den Bezirken gibt. Das ist doch widersprüchlich in sich. Sie wollen die Ausländerbehörde neu organisieren, meinetwegen, kann man machen, muss man sich drüber unterhalten, kostet 120.000 Euro. Das ist grundsätzlich ja okay, gleichzeitig stagnieren aber die Mittel für die interkulturelle Öffnung genau dieser Behörde. Welches Konzept soll denn hinter einer neuen Ausländerbehörde stehen, die Sie nicht entsprechend den neuen Aufgaben schulen wollen und können? Mehr Integration braucht eben auch mehr Kompetenzen, das haben Sie offensichtlich da vergessen. Jetzt ist es zu spät, da noch was reinzuverhandeln. Apropos mehr Integrationsleistungen. Im Rahmen der Geflüchtetenhilfe wollen Sie, wie gesagt, 12,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen für Integrationsleistungen, das sind pauschale Mehrausgaben. Genauso stellen Sie ein pauschale Mehrausgaben für die Unterbringung von Geflüchteten in dieser Stadt. Das ist richtig. Was Sie dann aber machen, ist grotesk. Sie verrechnen beide Titel miteinander und gehen so das Risiko ein, dass die Integrationsleistungen für die zu erwartenden Prognoseerhöhungen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr gekürzt werden müssen, damit man noch Geld für die Unterbringung hat. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen und es widerspricht auch Ihrem eigenen Finanzsenator, der gesagt hat, für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten müssen wir keine anderen Ausgaben kürzen. Sie gehen damit ein Risiko ein, das ich nicht tragen wollen würde. Was richtig wäre, was sinnvoll wäre, wäre, dass beide Titel, beide pauschalen Mehrausgaben mitwachsen müssten mit den Zahlen, die uns dann vorliegen, im Zweifel eben auch mit einem Nachtragshaushalt transparent und kontrollierbar. Widersprüchliches reicht sich an Widersprüchliches. Noch kurz was zur wohnungspolitischen Debatte. Die führen wir hier seit Jahren immer wieder und es ist ja auch alles richtig bzw. Gut diskutiert zu werden. Aber dass endlich mal Geld in die Hand genommen wird, heißt halt eben auch nicht, dass es wirklich zur Verbesserung beiträgt. Viel hilft insbesondere dann nicht viel, wenn man neben Neubauprogrammen und neuen Erschließungen den Bestand und die möglichen Hilfen zur Sanierung und Förderung von sozialverträglichen sanierten Altbau völlig außen vor lässt. Viel hilft dann eben auch nicht viel gegen Verdrängung und Mieterarmut. Ja, durfte klatschen. Naja. Und da der Kuhhandel in alle Richtungen geht, gibt es ja auch was für die Opposition zu loben. Das kann ich jetzt dann auch mal machen. Sie finanzieren endlich eine anständige Gewaltschutzambulanz. Ja, es könnte mehr sein, aber offensichtlich hat der Druck aus der Opposition und vor allen Dingen auch von den Menschen vor Ort und von denen, die es dann machen sollen und wollen, was gebracht. Das ist positiv. Was sie nicht tun, ist eine vertrauliche Spurensicherung einzuführen. Da liegt Deutschland weit hinten. Nein, tun sie nicht. Wir können es im Detail, aber die Haushaltsberatungen sind doch vorbei. Warum sollen wir uns jetzt im Detail noch darüber unterhalten, Herr Schneider? Das ist doch Quatsch, Sie stimmen doch dem zu. Nein, die vertrauliche Spurensicherung ist mit den Mitteln, die Sie einstellen, so nicht möglich. In Ansätzen schon. Auch da liegt Berlin ganz weit hinten im Bundesvergleich. Ja, regen Sie sich doch nicht auf. Sie können ja dann noch eine persönliche Erklärung abgeben, Herr Schneider. Das steht Ihnen als Abgeordneter jederzeit frei. Es wird nun doch einen Karneval der Kulturen geben. Immerhin. Wurde ja auch lange drüber gestritten. Sicherlich der wichtigste Streitpunkt in der Koalition, offensichtlich. Und es gibt die Mittel aus dem Bonusprogramm für die freien Schulen. Wir haben da seit Jahren drüber gestritten und es ist auch gut so, dass es sie jetzt endlich gibt. Und es ist auch nur folgerichtig, dass es sie gibt, denn auch freie Schulen tragen dazu bei, beziehungsweise beschäftigen sich mit sogenannten sozialen Brennpunkten und schrecken vor der Verantwortung da nicht zurück. Das alles kann dann aber auch nicht darüber hinwegtäuschen und ich habe es eingangs gesagt, dass die Haushaltssystematik und die politische Systematik in diesem Haushalt völlig fehlt. Sie haben nur die Hälfte nicht zugehört, weil Sie so viel geschrien haben, Herr Schneider. Sie können es im Protokoll dann nochmal nachlesen. Das ist alles gar keine Frage. Bei YouTube steht es dann auch. Die Verantwortungsdiffusion wird weiter betrieben. Die Menschen in dieser Stadt werden mit diesem Haushalt nicht an der wachsenden Stadt beteiligt. Und die Situation wird damit nicht nachhaltig besser. Vielen Dank.